Sodium-Laurylsulfat ist in der Praxis immer wieder, kommt das auf, weil ich immer wieder Patienten habe mit bestimmten Symptomen, die dann dazu passen. Es ist grundsätzlich ist es so, dass diese Chemikalie für niemanden gesund ist. Es gibt nur, wie immer, Menschen, die empfindlicher reagieren und andere Menschen, die etwas weniger, die ein bisschen robuster sind, die weniger empfindlich reagieren. Aber gesund ist es für niemanden, dieser Zusatz zur Zahnpasta oder zu Körperhygienemitteln. Also häufig ist es auch Duschgel oder Shampoos beigesetzt. Eigentlich fast immer. Ich kenne kaum ein Shampoo, wo es nicht drin ist. Zumindest die konventionellen. Und der Sinn von diesem Sodium-Laurylsulfat, also das ist das, so ganz einfach erklärt, das ist das, was schäumt. Wenn wir die Zahnpasta in den Mund nehmen und es schäumt, oder wenn wir uns die Haare irgendwie schäumen, in Anführungszeichen, wenn wir ins Badewasser diesen Badezusatz reinmachen, es schäumt wie wild, das, was da schäumt, das ist Sodium-Laurett oder Sodium-Laurylsulfat. Genau. Das ist natürlich für viele so eine Gewohnheit. Also es muss halt schäumen, damit man sauber wird. Und das hat man uns gut antrainiert tatsächlich. Der zweite Effekt, warum es angeboten wird, warum es reingebaut wird in diese ganzen Produkte, ist, dass es eine reinigende Wirkung hat. Es hat eine fettlösende Wirkung und es reinigt vor allen Dingen Haare und Haut von dem Fett. Aber es soll eben auch die Zahnbeläge reinigen. Es soll dazu führen, dass die Zähne sauberer werden. Das mag unter Umständen vielleicht sogar sein, aber es hat eben eine sehr, sehr schlechte Kehrseite, das Ganze, wenn wir uns vor Augen führen, dass unsere Schleimhäute, unsere Häute, unsere Außenhaut im Grunde genommen ja eine Fettschutzschicht hat, die auch wichtig ist, damit die Zellen gesund sein können. Und die wird eben auch mit weggelöst und aufgelöst. Und da entstehen dann oft unschöne Probleme. Schleimhautentzündungen, gerade im Mundbereich, können da entstehen. Und etwas, wo ich sehr, sehr häufig habe, ist das Thema mit diesen Aften. Diese kleinen, schmerzhaften, weißen Punkte, die man im Mund haben kann, die sicherlich verschiedene Ursachen haben. Aber eine der Hauptursachen ist wirklich dieses Sodium-Laurylsulfat oder Laurylsulfat, das wir in den Zahncremes finden. Und das ist meistens, wenn man das weglässt, ist es nach ein paar Tagen, ist der Spuk vorbei mit diesen schmerzhaften Dingern.